Es fing damit an, dass 2019 meine Kundin vom BRW, Cora Güntert, angerufen hat und hat gesagt, sie möchte gerne was im Bereich Audio machen. So, und da war die Frage, okay, was? Etwas Neues, etwas Ungehörtes, etwas, was es so noch nicht gab für eine Marke wie BMW. So, da muss man natürlich Überzeugungskraft leisten, damit die Oberen dann auch verstehen, okay, das ist wichtig, das ist richtig. Aber wir wollten diesen Podcast halt nicht werblich machen. Es ging also nicht um Verkaufe. So, das Ganze haben wir dann so gemacht, dass wir gesagt haben, alles klar, wir schauen uns mal die Zahlen an. Wir schauen uns mal an, was 2019 im Audiobereich gerade so funktioniert. Und da ging halt Audio komplett durch die Decke. Wir haben einen kleinen Research gemacht. Wir haben uns einmal angeschaut, okay, wie teuer oder wie viel Umsatz macht Apple mit ihren AirPods? Das ist ein richtiges Business. Die machen, glaube ich, mittlerweile mehr Umsatz mit AirPods als mit iPhones. Und natürlich auch mit den verlorenen AirPods. Wer von euch hat schon mal alles ein Apple AirPod verloren? Ihr gehört zu den 700 Millionen und habt dazu beigetragen. Genau. Und wir haben uns angeschaut, okay, wie sieht das mit dem Voice Assistant zu Hause aus? 25% aller Deutschen haben einen Voice Assistant zu Hause, alles 2019. Und 95% tragen es in ihrer Tasche mit dem Smartphone. Alles schön und gut, dann könnte man sagen, okay, das ist jetzt für Musik, wie sieht es mit Podcasts aus? 31,6% der Haushalte in Deutschland haben zu der Zeit für Streamingdienste Deezer, Spotify und Co. bezahlt. Und 22% der Deutschen haben Podcasts regelmäßig gehört. Mittlerweile, glaube ich, sind das 43% in 2020. 2019 hat Spotify tatsächlich 12.000 Podcasts angeboten. 2018 waren es 2.000. Also in einem Jahr 10.000 mehr. Und man merkt, dass da geht was im Markt. Dann war es so, dass sie, Joe Rogan kennt ihr wahrscheinlich alle, einen Deal angeboten haben für 1 Million Euro, dass er exklusiv zu Spotify geht. Also man merkt, da ist viel drin. Nach Joe Rogan kam dann auch Kim Kardashian, Michelle Obama, dann kam auch Barack Obama mit Bruce Springsteen und so weiter und Meghan Markle. Das haben wir uns alles angeschaut und haben gemerkt, okay, da geht tatsächlich was. Wie verknüpfen wir das Ganze mit BMW? BMW steht für Technologie, für Zukunft, für Lifestyle, für Entertainment. Und wir müssen diese Themen irgendwie verbinden. Da haben wir die These aufgestellt, okay, BMW kann in Audio als First Mover langfristig diesen Markt besetzen und neue Zielgruppen erreichen. Das ist ganz wichtig, neue Zielgruppen zu erreichen. Ihr merkt es ja selber, die junge Zielgruppe geht weg von Besitzen hin zu Benutzen. Das ganze Sharecaring-Thema ist für die jungen Leute halt viel, viel interessanter, anstatt ein Statussymbol. Unsere Aufgabe war es dann, die Marke in diesem Bereich zum Leben zu entwecken und dieses Medium dann sinnvoll zu nutzen. Dann haben wir folgende Strategie gefahren. Wir haben uns den Podcast-Markt mal weiter angeschaut. Nicht nur Deutschland, sondern auch USA, Frankreich, Spanien und so weiter. Und haben geschaut, okay, wie viele Leute hören tatsächlich Podcast in einem Monat. So, und dann haben wir uns natürlich auch die Competitor angeschaut. Und man merkt, dass vor allem sehr viele in diesem Bereich unterwegs sind. Sie reden sehr viel über sich selbst, über die Produkte und sie versuchen zu informieren. Ganz wenig, da war es nur einer, ist im Entertainment-Bereich unterwegs und quasi spricht kaum über die Marke. Das haben wir uns angeschaut und natürlich auch weitere Branded Podcasts. Was funktioniert ganz gut? Also Branded Podcasts, die erfolgreich waren. Das war uns wichtig, dass wir schauen, okay, wo sind die erfolgreichen Podcasts, die mit der Marke arbeiten, unterwegs. Und da sieht man, vor allem im Entertainment- und Topic-Bereich hat das ganz gut funktioniert. Da haben wir folgende Learnings rausgezogen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen uns einmal anschauen, in den unterschiedlichen Zielmärkten gibt es unterschiedliche Formate, die von unterschiedlichen Interessen sind. Automotive ist, wie gesagt, sehr informativ und auch sehr produktgetrieben. Und wir haben natürlich die Sprach- und Kulturbarrieren. Ne? Was in Deutschland funktioniert, muss nicht unbedingt in Spanien oder Frankreich funktionieren. Und wir haben gemerkt, alles klar, Branded Podcast, Off-Topic, mit wenig Produkten, das ist es. So kommt man zum Erfolg. Und dann kamen wir ziemlich schnell auf, als wir die Frage gestellt haben, was für eine Art von Podcast machen wir, auf Fiction.
Wir konnten uns auch gute Interviews oder Guest-Interviews vorstellen oder unterhaltsames Duo wie Fest und Flauschig und Gemischtes Hack. Haben aber in den Audible-Charts nachgeschaut und merkten, okay, Sci-Fi funktioniert und ist sehr beliebt in Deutschland oder allgemein auch in Europa. So, und in diesem Setting kann man die Markenwelt von BMW auch wunderbar darstellen. Wichtig dabei ist natürlich nicht dystopisch, sondern freundlich, zukunftsorientiert, innovativ. Und wie sieht die Mobilität in der Zukunft aus? Und das haben wir BMW vorgestellt und dachten nicht wirklich, dass wir es machen wollen. Und dann hat unsere Kundin gesagt, ja, super, das machen wir. So, damit haben wir nicht wirklich gerechnet und haben gesagt, okay, das ist toll, aber wie schreiben wir denn einen Sci-Fi-Podcast? Wir sind Werber, wir können Werbung, wir können 30 Sekunden schreiben für Autos und alles drum und dran, aber eine richtige Science-Fiction-Story wird schwierig. So, dann haben wir uns im Prozess überlegt, beziehungsweise unsere Kreativen, und haben gesagt, alles klar, wir gucken uns das mal an, welche Trends gibt das, was ist da popkulturmäßig unterwegs, und haben dann ein Framework erstellt, in dem wir diesen Plot schreiben. Wir haben verschiedene Plots geschrieben und haben dann anhand von diesen Punkten, also wie schreibt man einen Sci-Fi-Podcast, Overcoming the Monster, ihr kennt alle Comedy, Quest, die Story von Sylvester Stallone, wir haben uns für Overcoming the Monster entschieden, also eine Heldenstory, wie schreibt man die am besten? Dann haben wir uns verschiedene Skripts quasi zusammengeschrieben, aufgelegt und haben gemerkt, alles klar, das könnte funktionieren. Wir brauchen aber ein bisschen mehr Input. Wir müssen uns auch die Frage stellen, aus welcher Perspektive schreiben wir diesen Podcast? Machen wir es, dass es eine Erzähler, Erzählerin gibt oder die Heldin selber die Story erzählt oder es verschiedene Perspektiven gibt oder auch, dass es über Third Party, also über Medien, Briefe und Tapes erzählt wird. Dann haben wir uns ganz schnell für die erste Variante entschieden, also der Hero erzählt die Story und haben dann diese Stories in einen Abstract gestellt, haben das dann mit der Kundin besprochen und dann haben wir tatsächlich einen Autor gesucht, eine Autorin, die dieses Skript zum Leben erweckt. Und das war ziemlich witzig, weil wir zum ersten Mal selber pitchen konnten, das heißt, wir haben uns mehrere Autoren ausgesucht und sind dann quasi auf Robert Valentine gekommen, der ist ein bekannter, renommierter Autor in England, der schreibt auch die Doctor Who-Geschichten und der war total Feuer und Flamme und hat die Geschichte sofort runtergeschrieben, da wussten wir, der ist es. Da hatten wir alles, wir hatten die Story, wir wussten, wer sie zu Ende schreibt, jetzt müssen wir das nur noch produzieren, dann kam aber 2020, ihr wisst es alles, Corona. Und da mussten wir uns überlegen, okay, wie produzieren wir das, wenn wir da nicht reisen dürfen. Da haben wir uns bei uns einmal umgeschaut. Wir haben die White House Music, das ist ein Musiklabel bei uns, die hat den Soundtrack gemacht und die Score-Musik. Und wir haben mit California Music, die sitzen in L.A., die haben die Sprecherauswahl gemacht. Das heißt, die haben die ganzen Themen aufgenommen. Und dann haben wir 6 Monate lang produziert, gemastert und die Storys dann irgendwann released. Und das ging dann immer hin und her. Also wir haben produziert, released, wieder gemastert, abgesprochen mit BMW und so weiter. Und das war sehr witzig, weil wir in 4 verschiedenen Städten waren, Hamburg, London, L.A. und München. Und damit das nicht alles so theoretisch ist, habe ich mal so ein etwas längeres Behind-the-Scenes mitgebracht. The thing that makes this story special for me is that it's entirely based on BMW's vision of the future. It gave me some very strict rules to play with in terms of I knew it was going to be 30, 40 years hence, and dealing with a level of technology that, whilst by current standards is pretty remarkable, is still something that's kind of that feels achievable, that, you know, if that could be realized fairly soon if we simply had the resources. The people at BMW are fascinated by technology and want to push it forward. And so it's just interesting to spin the wheel a little bit further and think about, okay, what's going on in 30 years? In the future, we will definitely move around and there will be still a demand for individual mobility.
The question is how this looks like. Is it a car? Is it a different form factor vehicle? Is it a mobility system? BMW doesn't play a major role in history, but we included some secret hints, which of course I will not give up. With the fictional storytelling podcast Hypnopolis, we wanted to create great entertainment and inspire listeners to think about the future, about new technologies, what role would mobility play. In 2020, we wanted to create something from binge-watching, what you know from the streaming services, to binge-listening. The podcast is our joyful way of engaging with our community and our customers. The other thing I really loved about this project is that rather than present some kind of dystopic future, it was really fun, especially in the current climate, to come up with an optimistic future just based on the assumption that mankind can get it together and start working together. It actually has a great potential for being positive rather than the tragedy that it kind of feels that we, you know, at our current rate we're heading towards. I think people should listen to this podcast because it seriously is one of a kind. I think the way we worked with amazing voice actors and music and sound design really takes you there. Like when I read the script, I couldn't stop reading. So it's got amazing cliffhangers. I could really close my eyes and see this whole movie taking place in my brain. To me, that was just a great flashback to how powerful our imagination is. And I think that's something we dove into as children a lot more. And this really brings that back. Ihr merkt, behind the scenes ist ja doch ein bisschen Auto dabei, in der Folge nicht. Ich mache einmal ganz kurz, aufgrund der Zeit, einmal den Teaser für die erste Folge an. You might have heard people using a birth metaphor for coming out of stasis. But it's not like that at all. It's more like death played backwards. BMW presents a thrilling podcast series, Hypnopolis. Episode 1, Woken. Listen now on your favorite audio streaming platform. Und damit sind wir rausgegangen. Wir haben das Ding released, haben dann auch so einen kleinen Plan erstellt, okay, wie machen wir Werbung quasi dafür. Wir haben natürlich einmal auf den Own-Channel von Jungformat, von BMW quasi auch von Jungformat, die Teaser gespielt und auch die Folgen gespielt, auf den Paid-Kanälen, Spotify, YouTube und haben dann verschiedene Assets gemacht, damit das ein bisschen bekannt wurde. In Summe waren das 6 Episoden, a 20 Minuten, manche mehr, manche weniger. Und wir haben auch einen wunderbaren Soundtrack dafür erstellt. Die Zusammenarbeit war so klasse, dass wir gedacht haben, okay, wir brauchen ein super Artwork, wir brauchen eine super Animation, aber nicht zu viel Animation, weil wir auch wollten, dass die Zuhörenden auf jeden Fall ihre eigene Vorstellung im Kopf haben. Wir wollten ihnen nicht so viel vorgeben. Wie ihr seht, sieht man auch hier die Heldin Hope Riser auch nur schemenhaft, also gar nicht mit richtigem Gesicht. Dann eine Folge habt ihr gerade gesehen vom Behind the Scenes. Und wir haben dann tatsächlich, waren wir in 26 Ländern bei Apple auf Platz 1 in den Drama-Podcasts, in den Fiction-Podcasts in 14 Ländern, bei Spotify jeweils 3. Und das war wirklich ein großer Erfolg, das haben wir uns am Anfang gar nicht träumen lassen. Wurden dann auch, das hat unsere Kreative natürlich sehr gefreut, auch awarded im globalen Preis in der Adweek und hatten nicht nur durch die Community ein sehr gutes Feedback, sondern auch von Podcast-Kritikern, die in ihrem eigenen Podcast über andere Podcasts sprechen und waren sehr begeistert, dass BMW sowas macht. Das ist natürlich alles schön und gut, aber was ist für BMW wichtig? Für BMW war wichtig, dass sie eine neue Zielgruppe erreichen und wie lange diese Zielgruppe sich mit dieser Marke auseinandersetzt. Also die KPI, Time Spent with Brand, ist ziemlich hoch. Und auch ziemlich gut, das haben wir auch nicht erwartet. Also wie lange sich eine Person quasi mit der Marke, auch wenn die Marke kaum vorkommt, auseinandersetzt. So, und das war ganz toll. Auf Spotify zum Beispiel, auf Instagram, Facebook zum Beispiel, Social Media, da hinterlässt man schnell ein Like und im besten Fall ein Rakete-Emoji und das war's. Und so setzt sie sich wirklich mit der Marke auseinander.
Was auch wirklich toll war, war, dass wir gemerkt haben, sobald jemand jetzt bei Apple zum Beispiel in seinen Recommendations diesen Podcast empfohlen hat, hat man gemerkt, dass die Chartplatzierung immer höher ging. Das hat uns sehr gefreut. Also Word of Mouth ist halt wirklich ein Indikator für Qualität. Wie geht's weiter? Wir haben gedacht, okay, das war so super, dann machen wir nochmal einen zweiten. Wir erzählen aber die Geschichte nicht nur weiter, wir wollen noch einen draufsetzen. So, wir hatten für Season 2 haben wir gedacht, okay, wir setzen mal auf das Thema Nachhaltigkeit. Season 1 war Future Mobility, Personal Assistant, Brand Charakter. Season 2 dann Energy Solutions, New Materials und so weiter. Das war einmal eine Erneuerung und wir haben uns gedacht, lass uns doch den ersten interaktiven Podcast machen. Sprich, wir haben uns mit eReality zusammengesetzt und haben einen Podcast erstellt, der beeinflussbar ist. Das heißt, man konnte an gewissen Stellen im Podcast selber entscheiden, wie geht es weiter. Das macht es natürlich alles ein bisschen aufwendiger, auch vom Storywriting ein bisschen aufwendiger, hat aber eine Menge Spaß gemacht. Hier kurzer Plot, ich will aber nicht allzu viel sagen, ich spiele einmal kurz den Trailer für die Staffel 2 ab. BMW presents Hypnopolis 2, Utopia in Progress. With the help of sustainable new technologies, humanity is cleaning up the planet just in time to save it. The effort is an ongoing one, but a small group of fanatics threatens everything. Hypnopolis 2, the thrilling new podcast series from BMW. Listen on your favorite audio streaming platform or play the interactive version on Amazon Echo. Yeah. Das war die zweite Staffel, die ist dann 2021 live gegangen, war ähnlich erfolgreich wie Staffel 1 und mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe gehört, es gibt gleich die Happy Hour, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Eddie.